Hier ist der offene Kanal Kiel. Das interaktive Fernsehen ist ein Nutzerprojekt im offenen Kanal Kiel. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann werden Sie interaktiv und schreiben Sie uns. Die Adresse lautet offener Kanal Kiel, Stichwort interaktives Fernsehen, Hamburger Chaussee 36 in 24 113 Kiel. Oder faxen Sie uns unter der Nummer 0431 64 00 444. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse okaktiv@aol.com. Werden Sie interaktiv. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wo ist die Spickfamilie? Machen Sie wirklich Urlaub oder haben Sie uns einfach nach Strich und Faden verarscht? Wir wissen es selber auch nicht so genau, aber wir haben uns, das haben wir Ihnen ja versprochen, auf die Suche gemacht nach der Spickfamilie. Wir haben sie verfolgt und wirklich fast bis zum Mond. Sehen Sie am besten selber. Haben Sie vielleicht die Spickfamilie gesehen? Sorry, I don't speak German. Yes, of course. Have you seen the Spick family? Hey, yeah, the Spick family. Yeah, some have seen them in Brazilian and some in Californian. Thank you. Na großartig, es scheint sie noch zu geben, die Spickfamilie. Aber wo waren sie nun? In Kalifornien, in Brasilien oder vielleicht ganz woanders? Wir also sofort hin zum nächsten Flughafen, ran an Schalter und Ticket gekauft. Nix wie rein in die nächste Maschine, ab in die Vereinigten Staaten und noch rüber nach San Francisco. Die Cops waren sehr hilfsbereit und machten 3 Tage lang Personenkontrollen auf der Golden Gate Bridge. Aber keine Spickfamilie.
Von der Brücke direkt rüber ins nächste Flugzeug und da waren wir auch schon beim Landeanflug auf Brasilien. Den kompletten Strand von Rio de Janeiro suchten wir ab. Doch alles, was wir gefunden haben, waren diese paar Beachvolleyballspieler und, das gehört auch dazu, ein paar knackige Mädels. Was jedoch fehlte, war die Spickfamilie. Ohne einen nennenswerten Fahndungserfolg ließen wir die Spickfamilie Spickfamilie sein und konzentrierten uns auf Spick. Sie wissen ja, Spick, das ist die Sportsendung im offenen Kanal Kiel und die gibt es jeden ersten Montag im Monat um 6:30. Wir düsten ab nach Hause, um Beiträge für Spick zu produzieren und unser erster Beitrag führte uns ins Sportforum der Christian-Albrechts-Universität. So, nun mal beide Hände links. Ja. Und Hollenwechsel. Hollenwechsel, na klar, das war's. Jetzt wussten wir auch, wo wir zu suchen hatten. Sofort packten wir unsere Sachen zusammen und verließen in Windeseile die Halle. Rein ins Auto und Vollgas. Die Spickfamilie einfangen. Denn wir hatten messerscharf kombiniert. Holm. Kalifornien. Und Brasilien. Jetzt wussten wir es, wir sind der Spickfamilie ganz nah. Durchs tiefe Gras hindurch und dann einmal links um die Ecke herum. Da mussten wir nur noch einmal rechts herum einen Blick werfen auf das Grundstück. Und was sahen wir? Noch nichts. Na gut, wir ab zum nächsten Haus hier mal gucken, was da los war. Und eine leere Bank, das war es wohl auch nicht. Aber dann kam er, der ganz, ganz, ganz große Augenblick. Hey, da sind Sie! Eine ganz schwierige Situation für uns. Zum einen mussten wir ganz leise sein, damit wir keine Aufmerksamkeit erregen. Zum anderen musste der Aufbau blitzschnell gehen, damit wir die Familie in einem überraschenden Moment erwischen. Und? Hey, geil, das Spektrum ist da! Oh nein, das war's ja dann wohl mit unserem Urlaub. Mensch, die haben ja wirklich Probleme. Solange das nicht unsere Probleme sind, aber mich würde wirklich mal interessieren, was Sie demnächst alles so anstellen. Ganz genau. Und wenn Sie wissen wollen, was die Spickfamilie in den nächsten Monaten verzapft, dann dürfen Sie sich auf keinen Fall verseppen. Richtig, seppen Sie auf den offenen Kanal Kiel und schauen Sie das interaktive Fernsehen. Und dann werden Sie bald eine neue Folge sehen von Ihrer Spickfamilie. Spicken Sie rein!